Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 die Nacht zu haben. Ja, ich nehme es noch auf. Ich habe gerade Lust dazu, ich lade eh gerade hoch. Und darum kann ich gerade eigentlich nicht so WoW spielen. Weil die Server momentan eh gerade irgendwie etwas instabil sind, weil der neue Patch draußen ist. Der irgendwo etwas schlecht ist, aber auch irgendwo gut. So meine Meinung dazu. Mehr sage ich auch nicht. Und wir wollten mit Jack reden. Hättest du nicht Lust, wieder zur See zu fahren? Ich würde meinen rechten Arm hergeben, um nochmal auf dem großen Schoner anheuern zu können. Aber für so einen alten Knäbel wie mich ist das nicht mehr so einfach, mein Junge. Außerdem, wer wird sich um den Leuchtturm kümmern? Ich brauche deine Erfahrung als Seemann. Potzblitz, was hast du vor, mein Junge? Du willst doch nicht etwa die Kriegsgaleere des Königs entern, oder? Wer weiß. Das wäre ja was. Na schön, aber meinen Leuchtturm werde ich nicht so einfach aufgeben. Was machen wir denn da? Was wäre, wenn ich dir jemanden bringe, der in der Zwischenzeit auf deinen Turm achtet? Gar keine so schlechte Idee. Ich wüsste da auch schon jemanden. Harald, der Schmied, hat einen Lehrling, der heißt Brian. Ich habe mich schon oft mit ihm unterhalten. Ich würde ihm gerne meinen Turm anvertrauen. Ich glaube, er wäre genau der Richtige dafür. Sprich mal mit ihm. Vielleicht haben wir Glück und der Junge wird uns helfen. Aber ich denke mal nicht, dass ich hier den guten Jack mitnehme. Nehme lieber Torloff mit wahrscheinlich, weil Torloff cool ist. Und er kann wenigstens irgendwie Schaden austeilen. Weil sollte es irgendwie bei den Hallen von Irdorath zu einem Kampf kommen, dann wird er wahrscheinlich nicht so ganz mit seinem, was auch immer, was Jack da als, da hat, groß irgendwas machen können. Hey! Ich hörte, du hättest Interesse an Jacks altem Leuchtturm. Jack möchte vielleicht wieder zur See fahren, aber sein Leuchtturm wäre in der Zeit unbeaufsichtigt. Jack sollte aber klar sein, dass ich aus seinem Leuchtturm eine Schmiede machen werde, wenn er nicht da ist. Ist das ein Problem? Nicht für mich. Haralds Schmiede kriege ich sowieso nicht. Das habe ich mir schon aus dem Kopf geschlagen. Abgemacht. Wir sehen uns bei Jack. Okay. Schön, dann reden wir mal mit Harald. Hey, du. Da bist du ja. Da bist du ja wieder. Ich möchte eine... Ich darf nur den Paladinen eine Erzklinge verkaufen. Ach Mann. Scheiße, Alter. Womit denn? Mir fehlt der entsprechende Gegenstand, okay. Er sollte lieber den... Warte mal. Das ist mal wieder typisch. Was kann ich... Ich könnte dir schmieden. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Oder drei, das passt ja. Ach, erzähl mir nicht sowas. Soll ich mich denn noch alles... Und das Harald jetzt gerade schmiedet, das passt auch super. Ich wollte mir da ja noch ein paar Waffen machen. Einfach aus Prinzip, um sie euch noch zu zeigen. Oh, ich habe mehr. Schmiederohlinge sogar. Das passt ja. Alter, wie viel habe ich denn? So, jetzt kommt Harald. So. Jetzt will ich hier so ein El Bastardo schmieden. Dann einen Erzdrachentöter. Was, zu wenig Rohstoffe? Nix zu wenig Rohstoffe. Warum? Was habe ich denn zu wenig, bitte? Ich glaube Drachenblut, oder? Also Erzbrocken habe ich 7 Stück. Erzwaffe schmieden. Ach, 5 Drachenblut, okay. Ich brauche da eine schwere Erzschlachtklinge. Du bist der... Erzwaffe schmieden. Eine Erzschlachtklinge.
So, jetzt müsste ich gar kein Erz. Habe ich zwar kein Erz mehr. Aber ich habe jetzt so eine schwere Erzschlacht. Weg mit der Waffe! Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Moment, da ziehe ich jetzt mal die Armbrust aus und die Rüstung einfach mal. Da schwebt die Waffe wieder. Sieht ziemlich schön aus. Muss ich sagen, der Sturmbringer. So sieht der große Erzdrachentöter aus. So sieht die Drachenschneide aus. Die ist nur einmalig im ganzen Spiel, genauso wie die Waffe hier. Die Erzschlachtklinge sieht so aus. Ziemlich schönes Ding. Orkschlechter, schwerer Erz, Zweihänder, El Bastardo, Runenmacht, Inquisitor, Zweihänder, Erzbastardschwert, orkisches Kriegsschwert. Ja, das war's eigentlich jetzt mittlerweile, würde ich so sagen. Aber ich denke mal, dass das jetzt war mit den Waffen. Da bist du. Komm, geben wir ihm einfach mal. Ich. Gut. So. Wow, 433 Gold. Hat sich jetzt sehr gelohnt. Dann gehen wir mal zu Xardas. Und räumen da ein bisschen auf. Ich hoffe, man sieht jetzt nicht, dass man Skype gerade. Oder hat es gesehen? Ich weiß es ja nicht. Paar Dämonen, die Xardas natürlich zurückgelassen hat, der Olle Knecht, der Knechte. Ein Ring, sie alle zu knechten. Lol, ich habe über 200 Extrakte der Heilung. Kann ich ein bisschen was verbrauchen. Da können wir mal ein bisschen was verbrauchen, da, ja, du. Ja, der Herr Günther und so, oder? Und ungefähr so redet man, so der, so ein Lehrer von mir, der zufällig Herr Günther heißt. Oder so ähnlich. Der ist da ab und zu so ein bisschen komisch, aber sonst ist er ganz cool drauf. So ganz chilliger Lehrer. Ab und zu habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen lauter ist als eigentlich immer. Vielleicht ist es auch einfach bloß auf meinen Kopfhörern lauter als, oder vielleicht ist es einfach bloß lauter als die anderen Sachen, weil bei WoW habe ich zum Beispiel den Sound auf ganz leise. Weil er mir einfach, weil er sonst zu derbe laut ist. Da würden mir die Ohren wegfliegen. So laut ist das. Hallo Dämonenlord. Das haben die immer 1000 Erfahrungen gebracht. Ach, und der hat droppt die Rune zum Dämonen beschwören, okay. Also als Magier ist das super. Das sag ich euch. Gehen wir mal zum Kloster. Und ich glaube mal sowieso. Je nach Fraktion ist es glaube ich mal so. Gibt es einen Kapitän und Sartorlov für Söldner, sprich Drachenjäger, Jorgen für Magier und Jack für Milizsoldat, sprich Paladin. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das ist kein Geheimnis. Aber man kann einen von den drei einfach mitnehmen. Daran wird sich nie etwas ändern.
Ich könnte dir vielleicht einen Job als Kapitän anbieten. Du willst mich doch wohl nicht verkohlen, mein Junge. Also wenn das wahr ist, dann bin ich doch sofort dabei. Es gibt da nur ein kleines Problem. Ich habe den Novizen hier die halbe Vorratskammer weggefressen. Sind ganz schön sauer, die Jungs. Glaube nicht, dass mich der oberste Magier hier einfach wieder so gehen lässt. Ich muss erst meine Zeche bei Pyrokar abarbeiten. Tut mir leid. Okay. Urschändler steht in Ostnamen. Ich will ihn dann immer glatt umarmen. Pyrokar. Die Sache mit Xardas Turm hat sich erledigt. Was war denn da los? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Wenn du Jorgen immer noch willst, dann nimm ihn mit auf deine Reise. Möge Innos dich beschützen. Okay. Gehen wir zum Großbauern. Wieso kommt man eigentlich immer hier hinten raus? Das frage ich mich. Hätte es absichtlich das Schaf noch getötet. Aber dann hätte, ist das wirklich wahr? Hätte ich Ärger von Kott gekriegt, wahrscheinlich. Das ist doch meine Bitte. Bring mir bei, wie man kämpft. Bring mir. Ich kann dich an jeder Waffe. Meinst du, mir geht es besser? 2 Handwaffen, 15 Lernpunkte. Oh. Das war doch schon vorher klar. Er musste okay. Besser wissen. Du bist schon besser. Ich bin ganz. Ich habe jetzt noch 30 Lernpunkte und bin bei 200 auf 90 jetzt insgesamt mit dem Bonus von der von dem Schwert. Ich gebe jetzt noch meine kompletten Lernpunkte einfach dafür aus. Weil ich brauche die nicht mehr, ganz ehrlich. Bring, ich kann. Ich kann dir nichts mehr. Ach, Maximum, dieses Leeres liegt bei 90. Ah. Moment mal. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Bring, ich kann dich. Das ist doch lange bekannt. Du bist schon besser. Das wundert mich nicht. So. 100. Sag mir nicht, du hast das nicht. Lol, wieso folgt mir Rosi? Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Halt die Pass auf dich. Was ist dieses Ich finde das seltsam, dass sie mir jetzt folgt. Er musste es ja besser wissen. Ich wäre mir gar nicht so sicher. Ich wollte noch irgendwas anderes machen. Ich gebe jetzt einfach mal da hier den Ring. Ich habe die Ork-Trophäe, die du suchst. Was schleppst du mir denn da an? Den Ring eines orkischen Kriegsherrn. Das ist allerdings... Was willst du dafür haben? Der glotzt einfach so behindert. Was kannst du mir anbieten? Entweder du nimmst Geld oder dieses Amulett, das ich... nun sagen wir... vor einiger Zeit erworben habe. Es verbessert deine Geschicklichkeit. Hab's selbst schon ausprobiert. Okay. Gib mir das Amulett. Alles klar. Viel Spaß damit. Und jetzt her mit dem Ring. War mir ein Vergnügen. Wie geil der einfach auf den Ring ist. Den legt er jetzt bestimmt an. Und dann verwandelt er sich in einen Ork oder so. Wahrscheinlich. Das kann nicht wahr sein. Du bist Seemann? Hast du das auch endlich geschnallt? Ja, verdammt nochmal, ich bin Seemann, warum fragst du? Ich könnte deine Fähigkeiten gebrauchen. Ich muss zu einer Insel. Zu einer Insel? Du hast doch nicht mal ein Schiff, geschweige denn eine Mannschaft, um es zu führen. Nee, mein Junge. Wenn du meine Dienste als Kapitän und Stärkelehrer in Anspruch nehmen willst, dann musst du mir erst mal beweisen, dass du weißt, wovon du da redest. Außerdem habe ich gerade ganz andere Sorgen. Die Paladine ziehen nicht wie erwartet aus der Stadt ab. Es müsste schon etwas Gravierendes passieren, das sie veranlasst, das Feld zu räumen. Geh in die Burg im Minental. Klau der Torwache den Schlüssel für das Haupttor und öffne es. Den Rest werden die Orks besorgen. Oh ja, das ist eine richtig geniale Idee. Da werden sich wahrscheinlich die... Paladine gleich aufmachen, um ihre, ich nenne es mal, Artgenossen zu retten.
So, jetzt gehen wir mal in die Gruft. Da ist ein Schalter. Da ist auch noch ein Schalter. Alter, jetzt folgen die mir auch noch. Till, Alter, verpiss dich. Weit weg von zu Hause, was? Papa kann dir hier nicht mehr helfen. Deine große Klappe st... Du Pfeife, kannst froh sein, wenn ich dich leben. Dann lass mich doch einfach... So, wenn die mir jetzt darunter folgen... Das ist ja wirklich dämlich. Wobei, komm, nee, dann gehe ich jetzt erstmal zu Seekopf, weil ich glaube, ich muss mit dem noch reden, bevor die aufhören, mir dann zu folgen. Weil ich, soviel ich weiß, will der mir dazu noch was sagen, dass ich hier seine Frau entführt habe. Sprich, mitgenommen. Und nennt mich dann Frauenentführer oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr genau, wie der, was er dann sagt. Wo äußert er sich dazu? Sie wird nicht zu dir zurückkommen. Ich habe sie in Sicherheit gebracht. In Sicherheit? Vor wem? Vor dir. Das wirst du bereuen, du Schwein! Will mich... Er... Der Kerl will mich wirklich... Lol, der ist unbesiegbar. Das musste... Da ist nichts zu holen. ...sein. Warte mal. Willst du dich nochmal... Warte mal. Du hast noch nicht mal Gold dabei? Irgendwas in der Zwischenzeit passiert? Verschwinde. Okay. Wie bald das einfach hingeht und ihn ausraubt. Das mache ich vollen Schaden und das 100%. Mit der Waffe mache ich alles platt. Oh yeah. Das ist das höchste Ziel, bei einem, bei einer Waffengattung auf 100% zu kommen. Oder finde ich zumindest, weil 100% bei einer Waffengattung ist richtig knorke. Weil da macht man einfach wirklich Full Damage. Einfach richtig Full Damage, Leute, ja? Nicht halb Full Damage, nein, Full Damage. Und zwar wirklich Full. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das mache. Es ist schon ein Vorteil zu wissen, was passiert. Beim Anfang, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, wusste ich das einfach nicht.